Hallo Leute, willkommen zurück zu Krastorio, wo wir letztes Mal dieses Setup für unseren Kernreaktor geplant haben. Und wir werden den gleich wieder abreißen, denn ich denke, ich möchte den hier unten platzieren. Und ich hoffe, dass ich genügend Platz dafür habe, denn was hier noch fehlt, sind die ganzen Turbinen und wir werden einige brauchen. Wir können hier auf dieser Seite 4 anschließen, hier 4. Das heißt, rundherum bekommen wir 32 und damit wir genügend haben, müssen wir 5 Turbinen hintereinander platzieren. Das heißt, wir werden etwas an Platz brauchen. Drum denke ich, kopiere ich hier einfach mal das ganze Setup und dann räume ich das Ganze wieder ab. Denn was ich machen möchte, ist das Ganze irgendwo aufbauen, wo wir keine Logistikroboter und keine Bauroboter haben, so dass ich das Ganze als Blaupause fertig bauen kann. Nun, ich mache hier mal das Ganze zusammen und dann, was ich noch wissen möchte, ist, wir haben 30 Wärmetauscher. Ein Wärmetauscher verbraucht 250 Wasser die Sekunde und eine Pumpe fördert 150. Das heißt, eine Pumpe reicht für genau 5 Wärmetauscher. Wir haben hier immer 4 in einer Reihe. Das heißt, wir könnten zwar nicht einen Wärmetauscher mehr anschließen, aber das würde das Ganze Layout etwas komplizierter machen, als es eh schon ist. Darum denke ich, für 4 Wärmetauscher eine Pumpe. Und da müssen wir dann schauen, wie kommen wir an das Materialien dran. Letztendlich könnte unser Reaktor so aussehen. Das Wichtigste hierbei, worauf ich geachtet habe, ist, dass die Wärmeleitungen möglichst kurz sind. Und dann können wir hier in den 4 Tankquadraten den Dampf speichern. Und wir haben das alles mit Logistik verbunden, so dass wir hier nur neue Brennelemente in die Reaktoren reinknicken, wenn wir unter einer bestimmten Schwelle an Dampf in den Tanks drin sind. Und dann haben wir hier nach außen bei den Tanks je 4 mal 5 Dampfturbinen. Und auch hiervon mache ich noch eine Kopie. Oder vielleicht sollte ich sogar eine Blaupause machen. Da packen wir mal einen Kernreaktor rein. Dann die und dann Turbinen. Und das ist ein Gigawatt Reaktor
das Thorium. Sehr gut. Und wo ist die Blaupause jetzt hin? Blaupause ist weg. Versuchen wir das nochmals. Also, das hier. Und dann ist das 1,5 Gigawatt Reaktor Castoria. Oh, jetzt haben wir es. Die packen wir nicht in ein Buch rein, denn ist ja keine Vanilla-Blaupause. Und nun kann ich da nach unten laufen und das Ganze platzieren. Und wahrscheinlich sollte ich auch die Dinge mitnehmen von hier drin. Die werden wir brauchen. Und dann ist meine Tasche ziemlich voll. Da haben wir schön Platz. Dann platzieren wir das mal so. Und nun dauert es ein Weilchen, bis meine Roboter alles platziert haben, was ich in der Tasche habe. Und in der Zwischenzeit kann ich ein paar Pumpen bauen, denn die werden wir brauchen, um hier Wasser anzuschließen. Und so wie ich das ursprünglich mal geplant habe, hier mit den Rohren in verschiedenen Längen, so dass wir das auf die Seite rauspacken können. Aber ich denke, das, was wir dann effektiv hier brauchen, ist mehr so Richtung Untergrundrohre, welche nach oben und nach unten und nach links und nach rechts gehen. Und das hier oben und hier hinten, das müssen wir dann uns so zurechtbiegen, dass wir überall rankommen. Nun, Dampfturbinen habe ich keine, bis auf die zwei. Aber ich denke, den ganzen Rest, den sollte ich platzieren können. Und sehr gut. Und hier, die habe ich noch nicht eingestellt. Was wir hier brauchen, ist Dampf. Wenn wir Dampf weniger als 200.000 haben. Ich denke, das könnte funktionieren. Und dann kopieren wir das auf die. Und hier fordern wir mal ein paar von denen an. Sollte vielleicht bestätigen. Das noch. Und dann muss ich hier nur noch fertig bauen. Und ich möchte das Ganze fertig bauen und erst dann die Logistik anschließen. Denn sobald die dran ist, wird das Ganze loslaufen. Dann sollten wir soweit sein,
dass wir auch das Ganze sauber am Netz haben. Wasser ist rundherum angeschlossen, das heißt, nun kann ich auch Strom anschließen. Sobald wir Strom haben, wollten wir auch sehen, dass wir hier hinten ein Netzwerk haben. Und jetzt müssen wir die beiden nur noch verbinden. Machen wir auf recht einfache Art. So. Und das sollte dann eigentlich genügen, damit die Brennstoffzellen geliefert werden. Ja, sieht gut aus. Und sobald die kommen, werden die Reaktor anfahren. Und dann werden wir sehen, ob unser Design gut genug ist oder nicht. Und da läuft die Maschinerie an. Wie wir sehen, hier im Reaktor haben wir jetzt 430 und hier außen 405. Das heißt, wir haben eine Temperaturdifferenz von nur 25 Grad. Und das ist doch recht gut. Und wir sehen, wir haben nun Strom im Überfluss. Wir brauchen gar nicht so viel. Und wenn wir hier schauen, wir haben 100.000 Einheiten an Dampf drin und die Kessel, die sind zu einem Fünftel voll, das heißt bei 200, wo wir dann aufhören zu produzieren, sind wir etwa mit Dampf zwei Fünftel voll, ein Drittel, so in etwa. Und von den Dampfturbinen können wir sehen, die laufen nicht wirklich auf Hochtouren. Aber nun, da wir Strom en masse haben, können wir auch weiter forschen. Ich denke, vielleicht sollten wir uns da um die Verwertung der alten Brennstäbe kümmern und dann sonst noch ein paar Dinge, die nicht schaden können. Ah, das ist die Inversit-Verarbeitung. Das heißt, das können wir dann auch irgendwann angehen. Aber ich glaube, wenn wir forschen und die Technologiekarten dafür produzieren, da wird es mit den Materialien etwas eng. Drum denke ich, sollten wir vielleicht eine zweite Schmelze. Ja, hier können wir sehen, Kupfer, da kommt einfach zu wenig. Vielleicht sollten wir da eine zweite Schmelze ran machen. Automatisieren wir doch die Öfen hier noch. Fahren wir rasch mal rüber und schauen, was müssen wir da denn noch machen, dass wir
ein zweites Kupferband bekommen und wahrscheinlich auch ein zweites Eisenband. Hier das Feld, inzwischen leer, gesaugt. Das soll Eisen sein. Und machen wir ein zweites Feld mit der Kupfer. Und ganz natürlich wird uns erstmal Öfen, die werden uns fehlen. Das ist ja nicht weiterlich verwunderlich, denn davon hatte ich schon zu Beginn zu wenig. Und hier müssen wir wahrscheinlich ein schnelleres Band hinpacken. Bekommen. Vielleicht auch ein zweites Band, zweites Kupferband reinführen, damit wir da etwas mehr rausbekommen. Aber hier mehr in die Kisten, in die Lagerhallen einzulagern, das wird nicht reichen, aber nicht alleine nicht reichen, denn wir werden auch ein zweites Band hier rausführen müssen, damit wir ein zweites Band an unseren Bus bekommen. Und wenn ich dann schon mal da drüben bin, dann besorge ich mir auch noch ein paar von den Materialien, die mir gerade so am Ausgehen sind. Und da haben wir unser verbessertes Setup. 2 Kupferschmelzen, 2 Eisenschmelzen, 2 Kupferbänder, fast voll, 2 volle Eisenbänder. Und hier beim Kupfer, da habe ich auch das Band abgedatet, so dass ich da mehr reinbekomme. Beim Eisen nicht. Vielleicht sollte ich das auch machen. Sonst wird da kaum was draus werden. Dass wir da mehr Eisen rausbekommen, dass es für 2 Schmelzen reicht. Und das Band hier muss auch abgedatet werden. Und dann sollten wir auch mehr Eisen rausbekommen. Einfach weil wir mehr Durchsatz haben. Nun, ich denke, das war's für heute. Wir machen noch etwas weiter mit Forschung. Und dann müssen wir effektiv wieder mal schauen, was wir denn nächstes Mal so anstellen können. Also, bis dann und tschüss!